Hallo meine lieben Leute, hier ist euer Kojo. Das ist mein erstes Video. Ja, wir starten direkt mal mit einem 1-Millionen-Pack-Opening. Ja, es ist gerade das Team of the Season La Liga rausgekommen. Mit Messi 97er Rating, 98er Rating Ronaldo, 96er Rating Suarez. Und 91er Rating Griezmann. Ja, einen davon wollen wir wenigstens ziehen. Jo, es sind gerade neue Packs online gekommen. Dann würde ich mal sagen, fangen wir doch gleich mal an. Erstes Pack. Und ja, Valbuena, den können wir nicht gebrauchen. Dann haben wir noch Montoya, Elm, der kann gute Freistöße schießen. Ja, nehmen wir doch, ich mache erstmal alles zum Verein. Doppel-Duplikat. So. Nächstes Pack, wir können übrigens nur 10 Packs von denen ziehen. Wir haben jetzt noch 9 übrig. Zweites Pack. Wir überspringen und Dzeko am Start. Jo. So, dann haben wir noch ein Duplikat. Alles zum Verein. Den können wir abstoßen. Jo. Nächstes Pack. Überspringen und auch nichts Gutes drin. Hoffentlich kriegen wir noch das Packluck. Wieder alles zum Verein. Das ist übrigens mein erstes Video. Im Laufe der nächsten Wochen werden noch ein paar andere Videos kommen. Ich muss mir aber noch eine bestimmte Serie überlegen, die ich machen werde. In dem Pack ist auch wieder nichts Gutes drin. Jo, wie gesagt, dann kommen halt ein paar Serien von mir. Ja, ich will gar nicht so viel reden. Nächstes Pack. Jetzt sehen. Vertonghen, guter Innenverteidiger. Können wir jetzt aber nicht verbrauchen. Bolasie am Start, feister Skiller. Guter Mann. Jo. Sonst nichts Gutes drinne. Bis jetzt noch kein richtiger Knaller. Ich hoffe natürlich, es gibt hier heute noch den Knaller. Suarez, Messi, Ronaldo, die werden schon gut, ne? So, nächstes Pack. Wir überspringen und Sokratis. Ja. Auch nichts Gutes drin. Alles verticken. So, jetzt haben wir noch 4 Packs von den 35k Packs übrig. Nächstes Pack. Und Company. Gutes Rating schon mal am Anfang. 86. Ich glaube, der ist nicht so viel wert. 6k. Egal. Mindestens schon mal 86er Rating, das heißt, jetzt müsste es eigentlich abgehen. Jetzt kommt der Knaller. So, Coutinho haben wir auch noch. Alles zum Verein. So. Übrigens, falls ihr gute Ideen habt für eine coole Serie, schreibt es in die Kommentare. Ich lese es mir durch. Hier ist auch nichts Gutes drin. Jo, ich lese es mir dann durch, überleg's mir, ob ich es mache und jo. Hier ist auch nichts Gutes drin. So, noch 2 Packs. Danach ziehen wir, glaube ich, die 15k Sets. Die sind zwar nicht so gut, aber für den Anfang reicht's noch. Ramos. Rodriguez, Fake Rodriguez. So.
Dann haben wir Very am Start. Ja, auch nichts Gutes drin. Alles zum Fein. So. Letztes 35k-Pack. Jetzt kommt der Knaller. Und Isco. Bis jetzt eigentlich von den Werten sind die Spiele eigentlich alle gut, aber sogar spanische Liga. Ich will ein Team of the Season. So. Alles zum Verein. So. Jetzt ziehen wir die 15k-Packs. So. Komm schon, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Amrad. Ja. So. Auch wieder nichts Gutes drin, was man gebrauchen kann. So, jetzt haben wir schon fast 400k weggezogen. Und es war noch kein Knaller drin. Jo. Nächstes Pack und Valencia. Jetzt haben wir hier noch Van der Veer. Brauchen wir nicht. So, nächstes Pack. Messi. Silberspieler und Silberverträge in einem Premium Goldset. Ja. Super. Dann haben wir noch den Meier. So. Nächstes Pack. Chikawi, auch ein relativ guter Spieler, auch 5-Star-Skills. Dann haben wir noch Rafinha vom FC Barcelona. Rumänien am Start. Dann hier noch Riblin. Den brauchen wir nicht. Dann nächstes Pack. Und überspringen und Godin. Auch wieder spanische Liga, ey. Jetzt will ich aber mal ein Team of the Season. Nehme ich mal hier die Rare-Spieler. Godin, auch ein guter Verteidiger. Und überspringen. Leandro. Wieder alles zum Verein. Nächstes Pack. Piszczek. Auch ein guter Verteidiger, aber nichts Besonderes. Haben wir wieder Johnson. Den hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. So, nächstes Pack. Und Pele, aber der falsche Pele. So, wieder Duplikate. Können wir wieder abstoßen. Schade, der richtige Pele wäre schon mal gut gewesen, ne? Nächstes Pack. Und oh, Nasri. Bernat. Komm schon, ich will ein Team of the Season ziehen heute. Aubameyang, die alte Pace-Hure. So, jetzt haben wir noch 400k übrig. Die 15k-Packs bringen bis jetzt ja auch kein Glück. Und wir ziehen Garzola. Der hat die Distanz da drauf. Das ist der Longshot-König. Der macht einfach die besten Longshots. So, dann noch Redes. Frankreich Auswärtstrikot und den Rest brauchen wir nicht. So, nächstes Pack. Jetzt
Aber mal Ronaldo, ey. Und Gerard, der wechselt ja jetzt zu LA Galaxy. Und hier das Barca-Wappen. Nehmen wir auch mit dem Verein. Noch Everton-Wappen. Lamela, auch ein relativ guter Spieler. Brauchen wir aber nicht. Nächstes Pack und wir ziehen. René Adler, der auch abgekackt hat. Oh oh. Ich ahne schon, dass wir heute nichts Gutes ziehen. Also das Packluck überschüttet uns ja gerade nicht. Nächstes Pack. Und wir ziehen. Nur Scheiße. Balde haben wir jetzt auch schon zum zweiten Mal gezogen. Jetzt wird es aber auch mal Zeit für einen Ronaldo, würde ich mal sagen. Ronaldo. Ah. Defue. So, nichts Gutes. Alles im Verein, den Rest wieder abstoßen. So, nächstes Pack. Und wir ziehen. Ein hohen Wettbewerb. Oh. Hummels, ich dachte schon. Da unten springt der Upload-Button hoch. Aber wir ziehen nur Hummels. Vielleicht ist ja Hummels. Ah, jetzt habe ich einen schönen Verein hinzugefügt. Ja, Hummels ist, glaube ich, nicht mehr so viel wert. Leider. So, schade. Das war schon mal mit schon zwei 86er Rating-Spieler gezogen. Ich will aber keine 86er Rating Spieler ziehen. Ich will Team of the Season ziehen. Nächstes Pack und Roberto Firmino. Das war's dann auch. So. Nein, keine FIFA Points. Nein. So. Nächstes Pack am Start. Und wir ziehen Oxlade-Chamberlain. Und das Real Madrid-Wappen. Komm, jetzt haben wir doch schon Barca-Wappen, Real Madrid-Wappen. Jetzt will ich aber mal einen Barca- oder Real Madrid-Spieler ziehen. Ey, was ist denn das? Es muss doch mal etwas Gutes kommen. 300k noch. Und wir ziehen. Hochwerte. Oh, Diego Costa. Ja, das fängt ja schon mal gut an hier. Wieder 86er. Warum kommen wir denn nicht über die 86er Rating-Grenze rüber, ey? Ah, jetzt haben wir Hummels, Company, Diego Costa. Jetzt muss doch mal was Gutes dabei sein. Irgendein Team of the Season. Komm schon, ey. Spur am Start. So, und Casilla, wieder spanische Liga, aber natürlich mal wieder kein Team of the Season. Oh, Gillette war am Start, ich bin Gillette Abdi. So, nächstes Pack. Und wir ziehen wieder Company, ey, wieder 86er Rating. Ey, wir, jetzt haben wir schon zweimal Company, einmal Hummels, wieder 1000k. Oh, ja, nur Kacke, ey. Nee, Company geht mal auf die Transferliste. So, das brauchen wir nicht. 30k, zwei Packs. Zwei Packs und noch nichts Gutes drin gewesen. Es muss doch mal zwei Knaller drin sein. Komm. Und Ronaldo. Nein. Wieder nur Scheiße. So, können wir wieder alles im Verein hinzufügen. Wieder abstoßen. So. Letztes Pack, meine lieben Freunde. Letztes Pack. Und noch nichts Gutes drin gewesen.
Also, heute war ja mal gar kein Packlack. Komm, jetzt beim Fluchen ziehen den Pack. Und was passiert? Wir ziehen einen Scheißspieler, wie immer. Und ja, das war's dann auch. So, meine lieben Leute, leider haben wir keinen von diesen tollen, geilen Spielern gezogen. Ja, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ja, lasst ein Abo da, Serienvorschläge in die Kommentare rein. Lasst ein Like da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem lasst ein Like da. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.